Hi, hier sind Annette und Vito von Natura Vista. Wenn du noch nie wilde Bären von einem Versteck aus fotografiert hast und dich das Thema interessiert, dann bleib dran. Wie du aus unserem letzten Film weißt, waren wir im August 23 im Bear Watching Center in Finnland. Und hier sind die Lektionen, die wir als Anfänger gemacht haben und die wir gerne mit dir teilen wollen. Okay, vorab, bevor du überhaupt irgendwas dort machst, sieh zu, dass du volle Akkus dabei hast, sowohl für die Fotoapparate, Filmkameras und für Taschenlampen oder Stirnlampen. Was mich zum zweiten Punkt überleiten lässt, nämlich, es macht Sinn, eine Taschenlampe oder noch besser eine kleine Stirnlampe mitzunehmen, weil es wird auch stellenweise etwas dunkler oder wenn du über Nacht bleibst, ganz dunkel und das macht total Sinn. Es ist jetzt 22.30 Uhr. Es ist jetzt viel zu dunkel zum Filmen. Drittens, du bist dort in der Natur. Das bedeutet, wenn du Glück hast, hast du nicht nur Bären vor der Linse, sondern vielleicht den einen oder anderen Wolf, einen Fuchs, was ja nicht so spektakulär ist, aber schön, oder sogar ein Vielfraß. Das wäre saugeil, oder? Auf dem Gelände gibt es drei Sorten von Unterkünften. Einmal quasi die Luxusvariante, wo du ein großes Sichtfenster hast und von dort aus Bären sehen kannst, egal wo du bist. Kennen wir uns aber nicht weiter aus damit, leider. Dann gibt es dort auch Zimmer zu buchen. Also einfache Zimmer mit Dusche und so weiter. Haben wir aber auch keine Erfahrung damit. Und die dritte Möglichkeit, mit dem Camper auf dem Gelände stehen. Das haben wir gemacht. Dann gibt es vier Möglichkeiten, die Bären oder die Natur dort zu beobachten. Einmal von der Luxushütte aus. In diesem Zusammenhang kannst du dir auch einen Heliflug buchen und mit dem Heli lecker übers Gelände fliegen und die Tiere beobachten. Die dritte Variante ist das Beobachtungshaus. Und die vierte Variante sind die Fotoverstecke oder die Hides. Auf der Webseite des Bear Center gibt es etwas Verwirrung, denn es gibt eine Bear Watching Evening Trip und einen Bear Watching Night Trip. Bei dem Evening Trip bleibt man von nachmittags bis späten Abend, bis es so dunkel wird langsam. Und bei dem Night Trip bleibt man in dem Beobachtungshaus über Nacht. Aber man kann auch in diesen Fotoverstecken über Nacht bleiben. Auf der Website sieht man aber nicht, wo man das buchen kann. Der Preis ist derselbe wie für den Bear Watching Night Trip. Das heißt, das wird irgendwie da miteinander verbucht. Wir haben das Ganze persönlich vor Ort gebucht, nicht online und auch nicht telefonisch, sondern wirklich, wir waren da und haben gesagt, so, das wollen wir. Und dann ist das auch gar kein Problem. Zu den Fotoverstecken. Es gibt 29 verschiedene Fotoverstecke auf dem ganzen Gelände und die haben unterschiedliche Größen, von einer Person bis zu vier Personen. Den allgemeinen Ablauf könnt ihr euch so vorstellen. Man trifft sich meistens am späten Nachmittag mit dem Guide an der Rezeption und dann geht man erstmal in die Rezeption rein. Dort gibt es quasi einen etwas größeren Raum, wo man Vorträge halten kann und da kriegt man dann eine kleine Einweisung, wie man sich dort in der Natur und auf dem Weg zu dem Beobachtungshaus verhalten soll. Und danach geht man dann zusammen mit dem Guide zum Beobachtungshaus. Der Mobilfunkempfang ist dort sehr gut. Mit dem Betreiber macht man eine WhatsApp-Gruppe auf. Er ist der Admin. Man gibt ihm seine Telefonnummer und du wirst dann eingetragen. Und das Coole daran ist, wenn sich mehrere Teilnehmer da eintragen und die in verschiedenen Verstecken verteilt sind und in dem Beobachtungshaus, dann können sie einander mitteilen, wo zum Beispiel ein bestimmter Bär ist. Sagen wir mal, weißer Bär beim Versteck 15. Der Nächste sagt, oh, weißer Bär bei Versteck 17. Dann weißt du ungefähr seine Richtung zum Beispiel. Wenn du im Versteck 19 oder 20 bist, dann weißt du, dass er ungefähr in deine Richtung geht. Je nachdem, wo dein Versteck jetzt auf dem Plan, du hast dann so einen Plan, wo das ist, dann kannst du ungefähr abschätzen, ob jetzt der und der Bär zum Beispiel oder sogar ein Wolf, was auch immer, gerade in deine Richtung unterwegs ist oder nicht. Und du kannst dich sofort vorbereiten. Und zu guter Letzt bekommt man auch noch einen Verpflegungsrucksack mit. Also wir haben einen für zwei Personen mitgekriegt. Da ist dann so eine Thermoskanne drin. Mit heißem Wasser. Mit heißem Wasser, ein bisschen Kaffee, Teebeutel, belegte Brote, ein Schokoriegel, Joghurt. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's, ja. Bei dem Evening Trip
wird man zum Schluss auch wieder vom Guide abgeholt. Das heißt, man verlässt dieses Beobachtungshaus nicht alleine, da ja immer noch Bären außenrum sein können. Bei dem Night Trip, wo du über Nacht in deiner Unterkunft bleibst, kann man am nächsten Morgen ab 8 Uhr alleine das Häuschen verlassen und zurückgehen. Okay, es ist 8 Uhr. Ich komme hier raus, Bär. Hunde sind leider bei den Unternehmungen nicht erlaubt. Das heißt, das muss man sich anders organisieren. Wir haben bei dem Beobachtungshaus, das waren 5 Stunden, haben wir Mara im Camper gelassen. Man könnte sie auch im Zimmer dort lassen. Das ist also kein Problem. Das Beobachtungshaus könnt ihr euch folgendermaßen vorstellen. Das ist ein Holzhaus und wenn man unten reinkommt, hat man rechts und links einen Raum. Vorne mit einem Fensterbrett, mit großen Fenstern und hinten sind Betten aufgestellt. Und im Untergeschoss gibt es auch noch ein Klo, sogar mit einer Steckdose, wo man eventuell dann sein Handy laden kann oder falls man irgendwas hat vergessen hat zu laden, kann man das in dem Beobachtungshaus machen. Es geht dann noch in den ersten Stock. Dort gibt es auch noch mal einen Raum, genauso wie unten eingerichtet. Von dort hat man allgemein vielleicht eine bessere Übersicht. Von unten ist man dann mehr auf Bärenhöhe. Je nachdem, was man lieber will. Oder man wechselt zwischen seinen Aufnahmen auch den Platz. Muss man aber leise machen. Und jetzt komme ich zu den Hides oder Fotoverstecken. Wie schon gesagt, gibt es 29 Hides auf diesem ganzen Gelände verteilt. Die sind unterschiedlich groß und auch etwas unterschiedlich ausgestattet. Je nachdem, ob man mit einer Gruppe geht oder halt alleine will. Es gibt auch einen großen Hide mit bis zu 4 Personen. Einen einzigen, das Hide A. Und da kann auch eine ganze Familie rein. Außer es ist vielleicht eine Sippe von 10 Leuten. In den Hides gibt es keinen Strom. Was bedeutet, ganz besonders wichtig, volle Akkus, volle Ersatzakkus für die Kameras, volle Akkus und volle Ersatzakkus für die Taschenlampe bzw. Stirnlampe. Und natürlich die Taschenlampe, Stirnlampe ist da sehr sinnvoll. Wenn es eben keinen Strom gibt, dann gibt es auch keine Funzel, die man anmachen kann. Und dann, wenn man über Nacht bleibt, sieht man da gar nichts. Und das ist natürlich sinnvoll. Am besten ist es, du hast eine Stirnlampe mit Rotlichtfunktion und benutzt die auch, dann bleiben deine Augen auch besser dunkel adaptiert, als wenn du richtig helles, weißes Licht verwendest. In meinem Hide, das war die Nummer 19, gab es 2 Betten. Das war so ein Stockbett, unten und oben. Die waren aber etwas kurz, meiner Meinung nach. Ich bin 1,86 und ich passte da der vollen Länge her nicht komplett rein, aber es ging. In jedem Bett war ein dünner Schlafsack drinnen. Wenn du aber ein Frierhip bist, dann bring dir halt auch einen eigenen Schlafsack mit, der warm genug ist. Dann waren da noch 2 Stühle drinnen, ein größerer Mülleimer, Toiletteneimer mit so einem Klodeckel drauf und einem Deckel, das das Ganze abdichtet und mit einem Müllbeutel drinnen. Ein kleiner Mülleimer war auch für wirklichen Müll da. Toilettenpapier war da. Die Fenster, die waren etwas speziell, anders als in dem Beobachtungshaus. Überblick konntest du über so ein dünnes, schmales Sichtfenster auf der ganzen Breite haben. Das normale eigentliche Fenster war aus Stoff. Das war die Sichtblende mit 4 Löchern oder Öffnungen. Da kann man seine Objektive durchstecken oder sogar ein Mikrofon letztendlich. Oben über dem Sichtfenster war ein Regal. Da kannst du ein bisschen Equipmentteile verteilen. Und unten vor den Sichtblenden war eine Fensterbank aus 2 Brettern, so schmale Bretter waren das, mit einer Längsrille drin. Und das war deswegen so aufgebaut, damit man sein Equipment, seine Kameras nicht auf dem Stativ lässt, sondern nur den Stativkopf mit der Kamera auf der Fensterbank mit einer Schraube von unten und einem Brettchen als Widerlager befestigt. Und dann kannst du filmen oder fotografieren. Ich hatte leider keine solche Schraube. Ich wusste von sowas gar nicht, weil wir haben das Ganze spontan gebucht. Und von daher habe ich meinen Stativkopf einfach so draufgestellt und mit der linken Hand festgehalten und gefilmt. Fotografiert habe ich aus der Hand. Du kannst alternativ auch einen Bohnensack, einen Beanbag benutzen. Für statische Filmaufnahmen und für Fotos ist das kein Problem. Aber sobald du Schwenks machst, dann kann es schon mal ruckelig werden und da brauchst du etwas Übung, bis du reinkommst in das Ganze. Also ist nicht so trivial.
Der Boden ist aus Pressholz und das hat zwei Eigenschaften. Erstens, die ganze Hütte wirkt wie so ein Resonanzkörper. Und sobald du halt drauf trampelst oder mit dem Stuhl rummuckelst, dann gibt es so vibrierende Geräusche von dem Ganzen. Und das kann natürlich die Bären verschrecken, was du ja nicht willst. Und nachts kühlt es von unten sehr stark aus. Das heißt, du kriegst sehr schnell kalte Füße, wenn du dir die Schuhe ausziehst, damit du nicht so viel Krach machst. Du kannst dir eine kleine Isomatte mitnehmen, dicke Socken oder irgendwelche Schuhe mit weicher Sohle, wäre auch sinnvoll. Wenn du eine Hütte hast, die sonnenexponiert ist, bedeutet es, wenn Sonne da ist, dass sie sich sehr stark aufheizen kann, auch im späten August, so wie ich das hatte. Ich habe da leicht geschwitzt drinnen. Ich habe auch schon von Berichten gelesen, dass die Fotografen sich bis auf die Unterhose ausgezogen haben, weil sie da drinnen so geölt haben wie in der Sauna. Das kann dir im Hochsommer passieren, auch im Spätsommer etwas. Durch diese Sichtblende aus Textil kühlt das Ganze auch aus. Du kannst aber, wenn es aufgeheizt ist, nicht mittendrin einfach die Hütte, quasi die Tür aufmachen und schon lecker lüften, weil dann verschreckst du die Bären oder sie kommen zu dir und dann hast du eventuell ein Problem. Das willst du auch nicht, oder? Diese textilen Stoffblenden, die sind so dünn, dass sie Wärme schlecht halten natürlich, aber auch Geräusche schlecht isolieren, die du drin machst. Und das kann sich auch auf das Verhalten der Bären auswirken, das sollte dir bewusst sein. Einige dieser Fotoverstecke haben auch eine Öffnung in Bodenhöhe. Da kannst du sozusagen aus der Froschperspektive fotografieren. Bevor es richtig losgeht, solltest du die Klappe öffnen und von außen wird sie befestigt und offen gehalten. Dann kannst du schön von unten fotografieren oder filmen. Allgemein gilt, dass künstliche Belichtung nicht erlaubt ist, weil man die Bären entweder blendet oder verschreckt. Das heißt, keine Flutlichter für die Videokamera und keine Blitzgeräte für die Fotoapparate. Wenn du filmen willst, dann macht es Sinn, wenn du dir auch ein externes Mikrofon mitbringst und irgendwo draußen deponierst und laufen lässt oder eins durch eine dieser Öffnungen durchsteckst und laufen lässt, weil bei meiner Videokamera zumindest ist das so, dass das eingebaute Mikrofon vorne ist und wenn du das durch diese Sichtblende durchsteckst und dann schwenkst, dann reibt der Stoff an dem Mikrofon oder an der Kamera und dann hast du so Reibegeräusche drauf, die dir den Sound volle Kanne versauen. Ich habe vorhin auch erwähnt, dass diese Stoffblenden sehr schlecht Geräusche isolieren oder dämpfen, was bedeutet, dass du vorzugsweise einen leisen Fotoapparat haben solltest, wenn du auslöst. Ich habe nicht so eine Profikamera, sondern eine Mittelklasse Spiegelreflexkamera. Und als ich den Bär, der in so in 10, 12 Meter Entfernung war, fotografiert habe, hat er anscheinend das Klickgeräusch so gut gehört, dass er sich zu mir gedreht hat und dann langsam weggegangen ist. Da macht eine spiegellose Kamera auf jeden Fall Sinn. In den Polarregionen gilt im Sommer vor allem, dass die Nächte sehr lang sind, sehr lang hell sind. Es gibt Tage, Wochen, wo es gar nicht dunkel wird. Das heißt, du hast viel Licht oder lange Licht, sodass die Bären auch kommen und du sie auch siehst und fotografieren kannst oder filmen kannst. Was bedeutet aber auch, dass du wahrscheinlich wenig Schlaf bekommst, weil du ja filmst oder fotografierst, wenn was los ist. Außer du sagst, ich habe keinen Bock mehr, ich schlafe jetzt. Das kannst du auch machen. Aber den Schlaf kannst du ja nachholen. Entweder du hast dir ein Zimmer genommen, dann schläfst du da tagsüber. Oder du schläfst im Wohnmobil. Kannst du ja auch machen. Wenn du dort vor Ort was essen willst und das nicht selber mitgebracht hast, dann musst du die Mahlzeiten spätestens einen Tag vorher buchen für den nächsten Tag. Alles klar. Das war es von unserer Seite. Das sind die Lektionen, die wir als Unerfahrene in den 2 Tagen gelernt haben. Wir hoffen, dass dein nächster Fototermin mit den Bären schön und erfolgreich sein wird. Ciao! Den allgemeinen Ablauf könnt ihr euch so vorstellen. Man trifft sich zu einer gewissen Uhrzeit, meistens irgendwann spät Nachmittag, an der Rezeption mit dem Führer und... Jetzt ungut mit dem Führer. Geht nicht. mit dem Guide.
Spaß, ey, ist wieder da. Man trifft sich meistens. Warte. Ruhig, komm.